war in den 90er Jahren. Ich war 13 oder 14 Jahre alt und mein Kinderzimmer lag im Erdgeschoss und die Fenster waren zum Parkplatz ausgerichtet. Nachts standen auf diesem Parkplatz normalerweise nur 2 oder 3 Autos. Aber es war halt an einer Straße. Man hat immer mal Geräusche gehört. Ich hatte einen sehr leichten Schlaf. Ich bin von Geräuschen oft wach geworden, aber ich bin deswegen normalerweise nicht aufgestanden oder zum Fenster gegangen. Und in einer Nacht war es so, dass es wirklich lauter war und das Gerumpel war und dass ich wach davon wurde und wirklich ein bisschen Angst hatte und dachte, was ist das, und überlegt habe, ob ich gucken gehe oder nicht. Aber ich habe dann entschieden, nicht zu gucken, weil ja, ich mich auch nicht wirklich getraut habe, und bin dann irgendwann wieder eingeschlafen. Und ja, am nächsten Morgen sehr früh, 5 oder 6, also eigentlich lange bevor ich jetzt zur Schule zumindest eine Weile bevor ich zur Schule aufgestanden wäre, klingelte ein Nachbar und war ganz panisch und sagte nein und hatte wohl auch schon die Polizei gerufen. Da wurde sein Auto aufgebockt mit Ziegelsteinen und quasi direkt vor meinem Fenster, wenige Meter vor meinem Fenster entfernt, haben Leute nachts die Autoreifen abgebaut und geklaut. Und ja, ich habe auch überlegt, Mensch, erst so hätte ich mal aus dem Fenster geguckt, dann hätte ich das vielleicht gesehen, dann hätte ich das verhindern können. Und hinterher hieß es dann aber von den Erwachsenen auch, ah nein, und ist vielleicht ganz gut, dass du nicht geguckt hast, weil wenn die dich gesehen hätten, wer weiß, was sie dann noch gemacht hätten. Ja, ich weiß es nicht, vielleicht wären sie einfach abgehauen, vielleicht hätten sie es auch gar nicht gemerkt, aber gerade im Nachhinein war das irgendwie schon gruselig, dass da direkt vor meinem Fenster quasi ein Verbrechen passiert ist. Und die nächsten Nächte habe ich dann auch tatsächlich sehr schlecht geschlafen und habe auf jedes Geräusch gehört und ja, war dann auch tatsächlich etwas ängstlich. Das war jetzt eine kurze, aber wahre Gruselgeschichte. Zumindest für mich hat es sich vor allem im Nachhinein sehr gruselig angefühlt. Vielleicht habt ihr ja Lust, mir in den Kommentaren mal zu schreiben, wie ihr in der Situation reagiert hättet oder euch danach gefühlt hättet oder ob euch schon mal sowas Ähnliches passiert ist.